Like seasons, war always return. Every 274 and a half years, evil rises to destroy all life. Orcs and humans then set aside their differences to protect their world. Each time, the evil was defeated. Each time, life returned to normal. But a calendar mistake changed everything. Evil emerged 2 years too early, catching the living off guard. We are not prepared. The schools of magic were the first to fall, throwing the world into chaos. Your studies ended prematurely. Now you are one of the last guardians of immeasurable amount of knowledge. It is your duty to preserve it, but above all, to share it. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem ersten Talk zu Spellcaster University. Wie wir von Nicht Psychedelic Eyeball gehört haben, wir sind hier im Kampf gegen das Böse. Und wir haben einen Fehler gemacht und auf einmal waren die Bösen wieder da und wir waren nicht darauf vorbereitet und dürfen jetzt versuchen, das Ganze wieder richtig hinzubauen, bevor vermutlich dann wieder das Böse aufploppt. Wir starten, wie gewohnt, mit dem Optionsmenü. Ist relativ übersichtlich. Fullscreen, Auflösung, da sind ein paar dabei, tatsächlich sogar Gameboy. Wir haben Musik, die man zum auch komplett ein- und ausschalten kann, aber wir haben theoretisch notfalls aber auch Slider. Sprachen sind so ein paar dabei, wie man es erwartet, das ist schick zu sehen. Graphics, vielleicht ein bisschen zu simpel und auch vor allem zu wenig sagend. Was ist denn very low zu low, was ist denn fantastic etc. Also da wenigstens in der Hinsicht einen Mouse-Over zu geben, eine grobe Beschreibung. Irgend sowas wäre nochmal ganz hilfreich gewesen. Und dann Tutorial an oder aus. Oder Restart, falls man irgendwas nochmal neu machen möchte. So, wir haben Nen Campaign und Nen Quickplay. Ich weiß, es heißt New, aber es sieht nicht aus wie New. Ich würde sagen, wir machen Campaign und hoffen uns, dass das Tutorial uns hier so ein bisschen an der Hand nimmt. So, Difficulty Level. Was haben wir denn hier? 5 Stück von Novitz, Acolyte, Sorcerer, Mage und dann zu guter Letzt Arc. Mage. So, schön ist, wenn man hier rüber hält, hey, wie man sich eigentlich immer den Optionen erhofft, sieht man, was das Ganze tut. Needs grow 30% slower, start with plus 800 gold, start with one teacher's launch. 15, standard, okay. Wir bleiben bei Sorcerer, gucken wir mal, Game Length. Force of Evil Progress Rate. Natürlich eigentlich in der Hinsicht auch sehr schick, denn zum gewissen Grad gehört es natürlich auch zu dem Difficulty. Wenn man sagt, das Ganze soll länger dauern. Ah, da würden aber interessanterweise auch Learning Rate reduziert. Okay, gut zu wissen. So, Challenge. No Challenge Rules. Chaos Challenge. Magical Aberration are twice as common and take twice as long to disappear. Darkness Challenge. You choose between two cards instead of three you've been drawing from your deck. Okay, gibt's also noch irgendwelche Karten? Is this a rogue-like deck building? 2 points potions of each type are added to each deck when shuffled. Mhm. Relationship with normal faction deteriorate by 2 each season. Attacks contain 4 extra enemies. Und Speed Challenge. The forces of evil advance faster and no student ever applies for 7 year studies. Interessant. Wir machen logisch erstmal gar nichts und starten. So, wir haben University Name und wir können unseren eigenen Code of Arms erstellen. Gucken wir mal so ein kleines bisschen. Ah, da kann man sogar die Farben machen. Okay, so ein paar Sachen sind tatsächlich drin. Man könnte auch gar nichts nehmen. Das finde ich auch gar nicht so uninteressant. Chocolate. Warum auch immer Chocolate angeboten wird. Gucken wir nochmal so ein bisschen, was es hier sonst noch so an Wappenoptionen gibt. Also ich denke, da sind ein paar dabei. Ich denke, das ist ganz schick. So schnell es ging, auf irgendwas gekommen. In Verbindung mit dem hier Code of Arms. Spells by the Book heißt unsere University. So. Ich soll wohl vermutlich einen Startpunkt wählen? Village. New students are on average richer. The famous local mistral might cause trouble. Large buildable area.
The forest. New students are on average poorer than elsewhere. More students are werewolves, alright. The ancient troll might cause trouble, large buildable area. Then the lake. Longer trip to school. Special opportunities with the creature of the lake. Rather limited buildable area. Again, over my village. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Ladezeiten waren ein bisschen länger und haben über 100 relativ lang gestanden. Ich habe dann geklickt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das notwendig war. So, genau, das hat mich bei der Cutscene schon so ein bisschen gewundert, was zum Kuckuck das ist. Tutorial. Good day, my name is Ark Megportumus. I was once head teacher, but had to give up my position for obvious reasons. Of the Lord of Evil's last attack, I shall be on hand to help you take my place. This short tutorial will show you the basics of Spellcaster University. You will find more information on the help in the help book in the options menu. Let's start. At the bottom, holy moly, of the screen is your card hand. With these cards you can build and customize your school, equip students, create new houses, für die Harry Potter Freunde, die nicht nur auf dem Boden kacken, to play a card, select it and move it toward the play area. Okay, play this card to create a new house. You will then be able to assign students to it. Das haben wir zweimal. Starts recruiting 5 new students. Dormitory comes with 5 beds for students to recover from tiredness. Okay, a place filled with snoring students. No one likes sleeping here. Ooh. Student hall allows 5 students to reduce boredom. Okay, students love hanging around and this is the place for it. And then refectory allows 10 students to reduce hunger. The students are sure to find the animals they summoned in druidism class on their plates. With a good PowerPoint and anchovy sauce. Weil von Anfang an, muss ich ganz ehrlich zugeben, vieles von dem, was ich hier sehe, ist fast zu klein. Das ist wiederum ganz cool gemacht. Okay. Move it. Okay, also zum Beispiel einfach Linkmaustaste gedrückt halten, tut's nicht. The play card selected. How do I select a card? Okay, ich kann rechte Maustaste drücken, um wiederum... Muss ich dich erst wegmachen? When placing a building card, the room's access points are shown. Right, left or stairs to access other floors. Rooms vary in dimensions and access points, so be careful not to block anything. Access points are shown in blue on the card's illustration. Right-click switches between text and illustration. Does it? It does not. Kann ich das einfach nicht bauen? Ist das der Witz? Achso, New House kann man einfach noch nicht bauen. Das musst du aber hervorheben. Das, oder halt gerade im speziellen Tutorial fest definieren. Deswegen kriege ich jetzt zum Beispiel hier, wir haben ja... okay. Ein bisschen merkwürdig vom Zoom. Aber man kann VSAD nutzen, um das Ganze zu bewegen. Okay, also hier startet bereits Zeug. Aber gerade New House würde man denken, oh ja, wenn man halt gerade, vielleicht ist das der Fehler, an Harry Potter denkt, denkt man, oh, hat man einen für den und die würde man dann halt logischerweise hier irgendwo platzieren. Aber das soll es aktuell noch nicht sein. Okay, dann bauen wir halt als erstes, gucken wir nochmal ganz kurz, das würde Tiredness entfernen, Study, Essen. Dann machen wir Essen noch gleich hier. Funktioniert weiterhin nicht. Upgrade item can be placed in the room's corresponding slots. The symbol in the bottom left of the card will be green if the school has at least one available slot, red if not. Room cards specify which type of items they can house. You may draw from 6 different decks to obtain new cards. When you draw, you choose one of 3 cards. The more you draw from the same deck, the more expensive the card becomes. The standard deck mainly contains utility cards such as refectories, dormitories, basic classrooms. These cards are bought with gold, which you gain, for example, when students apply and use the refectory, but which you also lose through upkeep and teacher salaries. Okay, meine große Frage ist jetzt natürlich, ist das, was hier an 600 angezeigt wird, auch gleichzeitig die Währung? Ja, und da steht zum Beispiel jetzt Kosten 100. Also ich denke, da hätte man überlegen können, dass das wiederum woanders stehen würde und der Wert, der darunter angezeigt wird, wiederum der wäre, den man zahlen müsste. Na gut. There are 5 magic schools. Natural, Light, Shadow, Arcane, Alchemy.
Each deck is made up of cards specific to its type of magic and costs mana. Mana is created by students when they study the type of magic. You can change the speed of the game and pause at the filter tab. Allows you to toggle filters that help you better visualize some aspect of the school dusting that. Okay. Events will appear here. Click on them to open them. They will automatically open when their gorge is filled. Oh, natürlich, Entscheidung. The messenger guinea pig, das Ding da unten, niedlich, indicates that you can message neighboring factions. You can also contact them through the local map. Okay. The headteacher's office gives you access to the school's rules, which you can modify. From there, you can also see the list of students that have already graduated. Every student is given a future at the end of their curriculum, depending on their level. The better their magic training is, the more prestigious their future will be, and the better the bonus they will provide the school. The statistics. This menu allows you to distribute students among houses and to decide the priorities of their studies. Your school's prestige will impact the number of students who want to apply. Some artifacts will create ingredients. Combine three of them in the cauldron menu to create a potion that will give you an immediate bonus when played. Some events will give you objectives. Fulfilling them will give you rewards at the end of the stage, such as spell books, which will give you bonuses in the campaign's next stages. The timeline showing the Lord of Evil's progress lets you know how long he remains until he arrives. When it completes, an undead army will come to destroy the magic school. At this point, your only option will be to flee and build a new school elsewhere. Oh, ich dachte, der Witz wäre, dass man halt seine eigenen Truppen dann aufbaut und die dann abwehren könnte und dann Sachen vielleicht schwerer wären oder ähnliches. Communicating with the Lord of Evil or completing events miss no also his progress, good luck. Okay, also das Tutorial, ich kann's verstehen. Auf den ersten Blick ist das alles zu schnell runtergerattert. Still lost in the middle of the field. The farmland near the kingdom's large city will be perfect for setting up our school. The local farmers might cause some trouble, but peasants are always complaining anyway. City dwellers, students will be wealthier, genau. They keep complaining because we don't know how to handle them. We're here to teach magic, not to solve neighborhood crisis. Peasants will stop complaining when they see the wonders of magic. Draw the card pick chamber, draw the card pillage, a village banner. Reputation with faction peasants, plus 35. Draw the card shadow room and alchemy room. Draw the... Geht es jetzt im Hintergrund da schon weiter? Warum hat das jetzt einmal gestartet? Shadow und Alchemy Room, Observatory und Runestone. Weißt du was, ich bin einfach mal nett. Okay, damit habe ich jetzt zwei Sachen gleich bekommen gehabt. Up to three students can use the pick chamber to communicate with the outside world and speed up communication with factions. Okay, ich bin mal so frei, lese nicht den Flavortext. Active characters in this room improve your relation with the peasants. Okay, so meine große Frage ist ja, kann ich das jetzt hier? Okay, jetzt könnte ich das auf einmal machen, aber halt. Oh, okay. House Creation Form. Kann deren Farben erstellen? Man kann sagen, was sie lernen dürfen und was nicht? Oder was sie sich priorisieren sollen? Das ist natürlich wiederum ganz schick, muss ich ganz ehrlich zugeben. Select your new house first feature. Light Sleeper. Tiredness low, 30% faster while this character is resting. Light Sleeper? Tiredness lowers, 30% faster. Also die werden einfach schneller müde. Ja, okay. Hat mich schon gewundert. Obwohl Light Sleeper eigentlich nicht das als Bezeichnung ist. Light Sleeper ist eigentlich die Sache, wenn man dachte, ich schläft und man leichter von anderen Sachen aufgeweckt wird. Aber vielleicht verwechsel ich das. Gourmet, Hunger lowers, 30% faster. Oho. Hunger lowers faster while the student is eating. Tiredness lowers faster while this character is resting. Ist das... Ich meine, das ist ein Feature, kann ich schon verstehen, aber gerade bei auch sowas wie Gourmet. Bei anderen Spielen ist Gourmet meistens so die Aussage, die fressen wiederum mehr. Jack of all trades. Learns all
Oh, that lands the first level of all magic disciplines 100% faster. Yes. So, second feature, beautiful. This character loses much less sanity when insulted because they are beautiful, so they don't care. Reduces all losses of health by 20%. Ooh. And worker learns all magic 10% faster. Yes. The erste Haus choose this for houses uniform color. Das ist natürlich interessant, dass das wiederum. Da wäre natürlich ganz cool, wenn man jetzt hier auch ein Preview-Fenster haben würde. Um das besser sehen zu können. Es hat natürlich wieder mal unendlich lange gedauert, hier einen Namen und Design zu finden. Wer versteht, was ich hiermit meine? Glückwunsch. Okay, jetzt haben wir die. Also wir haben die jetzt erzeugt, aber. Achso, jetzt habe ich gar nicht eingestellt, was für Werte die haben sollen. Ah, whatever. Sonst erstmal Bewusstsein. In der ersten Linie hier nur da, um das hier zu präsentieren. So, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich würde eigentlich fast ganz gerne einfach immer beides auf einmal sehen. Denn gerade der Flavortext, das wäre von mir aus meines Erachtens besser auf der zweiten Seite aufgehoben, dass man wirklich sagt, hier oben, wo Platz ist, dass man es einfach so leicht nach unten verschiebt oder ähnliches. Ich sage jetzt mal das da. Das funktioniert zum Beispiel jetzt nicht. Oder doch? Okay. New students arrive. Und sleep. Fragt mich nicht. Sollen wir jetzt erstmal nur eine Schule? Das soll mir erstmal recht sein. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Student applications, remaining applicants. Oha. Kann ich die umbenennen? Ich könnte die umbenennen, theoretisch. So, aber meine Frage ist ja. He's neutral evil. Needs grow slower in a class given by a neutral teacher. Attention is normal and money is poor. Moment, wir sind in der Stadt. Warum bist du this misbehaves half as much? Same as drugging them, but less costly. Allergic to crustaceans, interessant. Learns Alchemy 50% lower. Warum hat Alchemy crustaceans zu tun? Who knows? The number of years spent in school, okay. Okay, was soll. Das hätte man vielleicht mal erklären sollen per Tutorial. Beast Magic. Okay, also das sind die fünf Schools. Hier unten ist auch noch irgendwas, wo nichts drin steht. Aber ich denke, das soll einfach nur heißen, hey, der kann aktuell noch nichts. Okay. Dann hier, sehr schön, kann man umbenennen. Ich starte einfach mal mit Sven Weißbrot. Ich finde es schön, dass natürlich hier während des Schreibens WSAD weiterhin auch im Hintergrund die Kamera steuert. Und wir sagen, du gehst ins General Class? Anagirados. Lawful, neutral. Needs grow slow in a class given by a lawful teacher. Learns faster in class given by neutral teacher. Okay. Smart, average. Courageous. Deals 35% more damage in combat. Grows to phobic. Learns shadow slower and chatty. So that's the learning rate of students in the same room. Mein Glückwunsch. Okay, ich nehme einfach mal alle auf, einfach weil ich natürlich sehen will, wo das hinführt. Hier, du darfst ins Südhaus. So, wieder mein Samuel. Jack of all trades. Okay, da müsstest du eigentlich da rein. Learn the first 100% faster. Pretentious. Their presence increased the boredom of other characters. Misbehaves more, much more than the normal student. Oh, it's Harry Potter. Neutral. Also da finde ich es komisch, dass das nicht mit Kategorien beschrieben wird, was das bedeutet. Denn gerade halt neutral, dumb, average. Klar, wenn man das dann später weiß, geht es in Ordnung, aber dass hier nicht darüber steht, Intelligence Doppelpunkt und dann hier halt Money oder ähnliches, gerade vor allem, weil hier ist ja noch ein. Wow. Hier ist ja noch ein Platz darunter frei, der aktuell nicht genutzt wird. Okay. Machen wir einfach munter hier weiter. Und fügen mehr Leute hier hinzu. Das passt auch rein, wunderbar. Wir haben Nancy and Charlotte. Chaotic. Needs grow in chaotic, okay. Learns faster in class given by neutral. Dumb.
Wealthy. Aha. Courageous. Procrastinator. Old-fashioned. Old-fashioned is also loses sanity faster. Mhm. Mein Glückwunsch, wir schmeißen dich einfach mal da rein. Und Stephanie Tagalog. Well off. Okay. Passionate, learns the fourth and last magic level faster. Okay. Und okay, ist ja eh fast. Wo die erstmal hinwandern? Ja, das ist natürlich jetzt hier so ein kleines bisschen lustig. Ja, neues Haus brauchen wir jetzt erstmal noch nicht machen. Pig Chamber, Village Banner. Achso, den kann ich jetzt hier hinhängen. Was tut das jetzt im Endeffekt? Active Characters in this room improve relations. Dann schmeißen wir das natürlich hier rein, wo die Leute halt eh sind, um zu essen. Aber du siehst, uns can use the Pig Chamber. Oh, interessanterweise, ich kann wirklich nur nach oben arbeiten. Ich mach's einfach mal. Okay, jetzt haben wir das gemacht. Let's go. Jetzt kommt natürlich immer noch so die wichtige Sache. Wir haben noch keinen Studenten jetzt hier angetroffen. Wo zum Kuckuck oder was zum Kuckuck muss ich machen, um Lehrer einzustellen? Classes and Students. Okay, also da kann ich das jetzt hier mir nochmal angucken. Hier wäre es eigentlich ganz schön, dass man noch das weiter reinzoomen könnte. Achso, man kann das hier auch nochmal theoretisch nachträglich anpassen. Ich meine, Jack of all trades ist doch perfekt, dass ihr im Endeffekt alles lernt. Und General Class. Muss ich, wie General Class aussieht, wie wirklich die Bauernklasse. Ich mach einfach mal hier. So, School Coat of Arms. Active characters in the same room generate a bit of prestige. New house. The Shadow Room. A classroom that allows students to slowly improve all their shadow magic skills. Und zwar Necromancy, Demonology and Assassination. This room comes with a teacher. Ah, alles klar. Da darf ich es nicht hinbauen. Oder? Frag mich, ob das bedeutet, dass man die da nicht hinbauen darf. I don't know. So. Choose one of the two applicants for the position of Shadow Teacher. So. Lawful, good sind beide. Pedagogy is good oder mediocre. Union heißt yes. Mhm. Simply is an active member of the Enchanting Union. The salary is 50% higher. However, good working conditions mean tiredness, boredom and hunger lowers 20% faster. Moment, what? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig immer beschrieben. Denn man würde lowers faster, lowers slower, hätte ich dann doch eher gesagt. Whatever. Hier müssen wir gucken. Fun. Student in this teacher's class get bored half as fast. Loses less sanity. Round belly. The teacher gets hungry faster. Loses health over time. Uh-oh. Hawk-eyed. Active students in the same room misbehave less for 2 minutes. Courageous. More damage in battle. Clumsy. Active students in the same room have 50% more chance to suffer from magical aberration. Uh-oh. Hunger lower, slower, while this character is eating. Okay, also hier haben sie das Wort slow wiederum genutzt. Ah, whatever. Wir gehen hin und nehmen hier Jesse Cox. Sehr schön. Ich finde das schön, dass man die alle umbenennen kann. Okay, hier unten in der Ecke. Fertility Potion. So, we have a birth problem. Our cows no longer give birth, which is going to be a huge problem for all the farmers. We need you to make us a fertility potion, as I'm told it's called. Can you? Yes. It's going to cost. Our druids know some massage therapy. No, that's something we can't do. So, das Schöne ist natürlich, ich kann das jetzt auch nicht wegmachen. Nope, nope. Can't do. Weil ich noch nicht die Karten dafür habe. So. Was auch immer das jetzt war. Hier. Oh, Students kommen dazu. Okay, 4 Stück. Arcane Scholar learns Arcane Mastery faster. Okay, jetzt haben wir natürlich dann hier schon wieder Leute, die dann in gewissen Sachen besser sind. Meine Frage ist, was ist jetzt Arcane? Ist Arcane das in der Mitte? Elementalism, Runes. Ich denke, das wäre auch nochmal schön gewesen, dass wenn man da hervorheben würde. Learns Light Magic slower. Pretentious, their presence increases, bla. Okay. Das ist natürlich die Frage, ob man jetzt vorher hingehen sollte. Ach nee, ich muss das jetzt machen. Ich meine, gibt es irgendeinen Grund, warum ich das nicht machen sollte? Der einzige Grund ist, dass nur halt 5 Leute sich schlafen legen können.
Wie man dann wieder fragen muss, wie zum Kuckuck kann ich das vergrößern? Einfach mehr Räume bauen? Deswegen, ich bin einfach mal eisenhart und schmeiß hier mehr Leute mit rein. Warum nicht? Einfach hier. Joinks, einen hier rein. Chosen by the light. Learns light faster. Heavy sleeper, ugly. Yikes. Ich bin mal so frei, aber weil ich jetzt hier niemanden direkt habe, den ich wüsste, hier, viel Spaß. Emma, Arcane Scholar, beautiful, aggressive. Okay, hier rein. Alice Ironwind, Jack of all trades, unbreakable, down to earth. Procrastinator. Okay, und dann haben wir hier noch. Ah, a new skill for my kingdom. How great, so very great, and I would very much like to help. For I'm a fair and generous king. What would you need? Our school would need some new source of funding. Help from the royal architects would be useful to build an advanced room. No Geld. 200 ist nicht viel. Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen sie. Das Ding ist natürlich klar, wenn ich richtig unten in der Ecke gesehen hatte, im Hauptmenü, ist ein Student-Project. Und dafür, ja, okay, die Grafik ist nicht die beste, aber halt, Gameplay ist in vielerlei Hinsicht immer noch besser. Und das, was ich zumindest am Anfang sehe, ist gar nicht mal so verkehrt. So, wir machen trotzdem mal ganz kurz nebenbei hier weiter. A private bedroom allows two students to rest in great conditions, which greatly reduces tiredness and improves sanity. Oh. Psychologist. A room where a psychologist can make a student immune to loss of sanity. Teacher's lounge. A room where teachers can lower hunger, tiredness and boredom while healing and increasing sanity. Die auch nicht verkehrt. Meine Sache ist, also ich kann das theoretisch schon hier noch weiter ausbauen. I don't know, hier hin. Erstmal so komplett alleine stehend. Oh, da unten, da ist er, da ist er. Jesse! The Shadow Teacher. Okay, er hat sich hier hinbegeben. Wie viele können hier dran teilnehmen? Kommst du aus 5 Beds? Noch nicht ganz. In this room learns, students learn Darkman. Okay, also hier habe ich natürlich so ein bisschen die Situation, die sollen alle irgendwas lernen. Oh. The Adventurer Skill sends its regards. I have found a window between two troll massacres to come say hi. The opening of a new school or a magic school is always good news for the adventurer skilled. What kind of mage do you train? Who can mend folks? We are in need of good healers. Mages that can blow up things. A great addition to your next raids. Mages that know how to use magical trinkets are useful too sometimes. Besser. A magical hat. Active students in this room have a chance of improving their pedagogy. Interessant. Demonic Chamber, a classroom that allows students to quickly improve their demonology skills. This room comes with a teacher. Noch einer. Elementalist Dojo, a classroom that allows students to quickly improve their elementalism skills. This room comes with a teacher. Das hat also, dass es auch nicht nur übergreifende, sondern auch spezielle Räume gibt. Was ich nehme das Ding. Ich bin mal so frei, ich habe kurz runtergeregelt, beziehungsweise ich sollte noch mal ganz kurz mit euch gemeinsam hier hingehen. Denn hier unten gibt es Custom Students. Enter the first name of the Custom Students you want to see in-game. Customized Students are backers rewards from Crowdfunding. Fragezeichen, I don't know. Okay, also das ist eine Option, aber im Endeffekt darf ich das Video ja auch umbenennen. Das ist nicht so wichtig. So, wo kann ich das Ding hin tun? Nowhere. University has at least one in the location for this. Does it now? Da drüben? Ah, okay. Das ist eine coole Idee, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, gucken wir mal. Canopy Bed. Characters who sleep in this bed lose tiredness much faster and give some gold to the school. Oh. The Nature Room. A classroom that allows students to slowly improve all their natural skills. The Arcane Room allows students to improve all their arcane magic. Yep. Okay, dann schmeiße ich den einfach mal hier mit rein. Und wir haben mal wieder hier zwei zur Auswahl. The Nature Teacher, Marion Detrius oder Lolita Rinwald. Punctual, moves faster. Under the King's protection, when teaching, this teacher may increase your reputation with the King. Demanding their wage is 30% higher than the rest. Their presence increases the boredom of other characters. Hawk-Eyed mal wieder. That fast, clumsy. Okay, ich muss, glaube ich, sie nehmen, einfach weil sie nicht verkehrt klingt. So, meine große Frage ist natürlich, haben wir jetzt hier... Oh, hier unten ist noch so einiges dazu gekommen. Oh, hi, communication available. Hier kommt jetzt wirklich so einiges auf uns zu. Ich habe das Gefühl, dass wir kaum dazu ernsthaft kommen, das Spiel zu spielen.
Die sind alle halbwegs dabei, aber ihr seid besser. The local cemetery. Lost on progress of evil. Do you want to contact us? I guess. Yes, have you come to beg for mercy? Two vampire princes are talking near the Lord of Evil Throne. They seem to be arguing about their progeny's magic abilities. Absolutely not. Well, not really. Alright, yes, definitely. Reputation with the Lord of Evil could have consequences. Okay, ich kann also hier nicht... Ich weiß nicht, wie das Cemetery mich dahin bringt. Hi there, we are from around here. We don't like trouble and we are not fond of strangers. What are you doing here? Do not worry, we exclusively teach sacred magic in accordance with the rules of the Church of Night. Do not worry, for our school mainly trains mages specializes in the healing of farm animals. Do not worry, for our school mainly trains mages specialize in necromancy and the summoning of powerful demons. No. So, receive light mana. Auch hier richtig, da müssen wir auch nochmal gucken. Reputation with the faction Inquisition, minus 10, aber mit der Peasants geht's nach oben. So, Natural Mana bekommen wir und Faction Peasants plus 5. Das klingt damit am besten. Ja, Peasants würden das nicht mögen. Ja, wir gehen einfach hier mit. Und gucken einfach mal, ja, 100. Was kriegen wir denn jetzt hier so Feines? A classroom that allows students to quickly improve their dualism skill. This room comes to the teacher. A classroom that allows students to quickly improve their beast magic skills. Und herbalism skills. Also okay, hier ist nicht allzu viel mit dabei. Ganz interessant ist hier unten. This room can be improved with an artifact. Ah, das wird also hervorgehoben, was das wiederum ist. Can house magical creatures. Cool. So, ich bin noch nicht ganz so sicher, wo Sachen jetzt ernsthaft hinkommen, aber im Endeffekt, ich schmeiß einfach nur Zeug hier hin. Inspiring. Students in this teacher's class have a small chance of losing a random negative trait. Wow, trait. Das ist nicht schlecht. Ex-Adventurer. While teaching this teacher may increase your reputation with the adventurer skill. Move a little slower. And learn 10% slower. Oh. Ancient Wisdom. Learn faster. Dann muss man eigentlich den nehmen. Much slower. Okay. Oh, look at those. The Minstrel. Greetings, mage. I'm the Minstrel, but I'm sure you've heard of me. Well, not really. Ah, the Minstrel. He's so handsome. Tonight we're all going to see him sing at the tavern. The Minstrel is distracting your students and they can't work properly. Go see him on the local map and take care of the problem. This is going to be tough. A foyer here. The Unicorn. Guinea pigs. Amazing. The merchants get interested in your new university. We might even be willing to support you financially if you make sure investing in your university is profitable. What is your goal will be to collect 10,000 gold pieces. Oh boy. Moment, ich muss 10.000 sammeln, um 200 zu bekommen? Triggers a new event. Receive prestige points. Receive the quest. Du weißt was? No, we do not care for your money, for our cause is nobler than that. I'm glad you refused the merchant's offer. We will be able to focus on our true goal, teach magic to everyone. We should try training at least 110 students. Alright. Oh, hi, neue students. Mike. Oh, hat hier. Learns much slower. He's so dreamy. Being the minstrel. Passionate. Learns fourth and last schneller. Down to earth and slow. Oh, ich hier noch Leute habe, die ich benennen könnte. Oh, wenn das natürlich auch richtig schreiben würde. Mein Glückwunsch. Also hier muss ich echt zugeben, das Spiel gefällt mir echt gut. Ich denke, da sind ein paar nette Sachen mit dabei. Wie umfangreich das natürlich dann wiederum ist, ist eine andere Frage. Aber die ganze Idee, man kann seine eigenen Häuser erstellen. Man hat die Lehrer und man hat auch die Studenten, die man auswählen kann, die man vielleicht zum Teil auch nicht auswählen sollte. Aber ich bin einfach eisenhart und nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. Death. Unbreakable. Also was? Ja. Unbreakable. Okay. Laut 10 Students, warum mal das jetzt hervorgehoben wird. Who knows. So, dann würde ich doch mal sagen, wir gehen mal wieder Local Map. Communications available. The Theater? The Minstrel. Also ich kann da aktuell noch nicht hin, weil wirklich das noch nicht voll ist. Also ich hätte das vorhin nicht machen sollen. Okay. So, wir müssen 100 hier einsammeln und hier bräuchten wir jetzt schon 150 und die auch hier 250. Also das wird wirklich mittlerweile teurer. Was ich überraschend finde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn zumindest so die grundlegende Ausstattung hätte ich verstanden, wenn man sagt, okay, man kriegt wenigstens von allen 5 magischen Sachen, kriegt man die Auswahl. Und von dann an würde das kosten. Denn dementsprechend, ich soll den Leuten Sachen was beibringen und ich habe die meisten Sachen noch nicht. Comfort Beds. Light Room, a classroom that allows not improve light. Ich glaube, ich muss ein
Bedroom hier erstmal wieder. Und damit habe ich das verbunden. Sweet. Natürlich sehr, sehr cool. So, und weißt du was? Ich gebe weiter Geld aus. Ach nee, ich kann nicht. Das kostet 300. Okay. Also, ich weiß nicht, wie viel wir hier noch wirklich jetzt gemeinsam in diesem Video weitermachen, aber alles, was ich hier sehe, ist sehr, sehr niedlich gemacht. Wie gesagt, man muss, denke ich, so ein bisschen darüber hinwegsehen, dass es nicht die beste Grafik ist, aber ich denke, es ist nicht hässlich. Man kann sie hören. Oh Mann, das ist das Gefühl, ich höre sie eher hier anstatt hier drüben. Weil ich nah ranzoomen kann. Oh, da unten ist was los. Every respectable school needs a special magic discipline they specialize in. It's crucial if to be recognized internationally. In that case, let's become an arcane magic. Only light magic, alchemy. I know some people think it's uncool, but I like natural. Besonders wir hier von den 5 4 zur Auswahl bekommen. I don't know, wir haben bisher noch nicht wirklich viel mit Light zu tun gehabt. Ich denke, wir gehen Nature. Oh, und schon wieder neue Leute hier. Tristrilvelin, Popular und Chatty. Double Prestige Gain or Loss at the end of the studies. Okay, hier, ab mit euch. Ja, man sieht, die Namen wiederholen sich relativ zügig hier. Gourmet, Chosen by the Light. Chosen mit einem O. Antisocial, hier, viel Spaß. Oh, wow, wie siehst du denn aus? Deep Folk. Repels the Lord of Evil's progress by a percentage equal to the prestige gained from the future. It's slower. It's ugly. Hier. Ab in die Bauernklasse. Allergic to pollen. Nope, wir sind in der Magic-Schule. Weg. Steadfast and shifty. Okay, du hast mal wieder hier rein. Also ich kann hier mir sehr gut vorstellen, dass das ein Spiel ist, das... Ja. Ah, hier sind die. Oh, look at them. Das Spiel kriegt wirklich plus 5. Einfach nur, weil hier Guinea Pigs dabei sind, die so niedlich sind. Ja, also, ich denke, man hat schon so ein bisschen gesehen. Ich denke, der Aspekt, dass man hier so Karten hat, ist ein bisschen ungewohnt. Aber zum gewissen Grad macht das natürlich schon Laune. So, jetzt ist das hier fertig. Theater. I guess. So, ah, my favorite admirer. Would you like an autograph? I need help to spread the word about our university. That's it? Okay. We have chosen to tolerate your impious sorcerer university, but this does incur some compensation. We have to come to collect the scythe, which will fund our team of mage hunters. Ironic, isn't it? Not really, now get out. Reputation, has at least 100 gold. Hätten wir. We pay, we don't want any trouble. You know, we train inquisitors here. We are on the same team. But minus 5 for Lord of Evil. At least one chamber of truth. Ja, haben wir da nicht. In the great book of purity, they say the size is 50. Okay. Weißt du was? Hier, out. Gib euch nix. Mehr Students. Also ich denke, hier muss man ab einem gewissen Punkt ernsthaft überlegen, wie viele Studenten man da tatsächlich reinlassen darf. Makes for inefficient library work. Lightsleeper. Deswegen, Lightsleeper ist ein positiver Trait. I don't get it. Weg. Oh, der hat überhaupt keine Polteam. Whack. Has better chance to obtain the most beneficial futures. Vor allem ist Goss... Moment, ist... Achso, learn slower. Dementsprechend ist Goss ein Nachteil. Kann ich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber hey, die wollten halt irgendwelche Sachen da benennen. Ja, ich bin noch nicht ganz so sicher, wie das hier tatsächlich mit den Dingern funktioniert. Man sieht zwar, das steigt so langsam, da sieht man auch, da sitzen jetzt immer tatsächlich welche drin und lernen. Aber kann man hier einsehen? Man kann leider nicht einsehen, wie viele Leute hier arbeiten dürfen, denn im Endeffekt, hier konnte einer sitzen, da konnten zwei sitzen. Ist 3 da tatsächlich die Antwort? Und das ist dann natürlich auch zum Beispiel die Frage, nicht jeder kann, doch, jetzt haben wir aktuell wieder so eine Handvoll Betten, da müssen wir mal wieder gucken. Denn ich habe mittlerweile natürlich so einige. Remove. Also, das Spiel finde ich persönlich gesagt, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Ich denke, da ist ein gewisser Charme mit dabei, ist cool zu sehen, wie die da sitzen und zuhören und lernen. Jetzt müssen wir mal gucken. Justin.
So, du gehörst zum neutralen Haus. Okay, ich wollte dich eigentlich nicht weglegen. Und jetzt sehen wir hier im Endeffekt, da sieht man, dass sie damit besser werden. Ich würde natürlich ganz gerne jetzt jemanden sehen, der mal irgendwas besser wird. Da irgendwas mit dabei steht. Und es tut mir natürlich auch in der Hinsicht so ein bisschen leid. Wir werden jetzt nicht hier das Leben. Ach, sind schon im zweiten Jahr. Red Future, it is time to create specific teaching goals. We should put a curriculum together so our students end up with great futures. What would you like to create? The Shepherd. To train a student to this future, you must focus on the following types of magic. Yeah. In the requirement, if the requirements are fit, the future will automatically be offered to students at the end of their studies, as long as the objective is not completed. Beast Magic ist natürlich in der Hinsicht, oder beziehungsweise halt dann ein Shepherd zu werden, klingt natürlich ein bisschen merkwürdig. Aber ich denke, das sollten wir gehen. Aber weil wir uns auf Nature so ein bisschen konzentriert haben. So, wir haben bald die Punkte mal wieder hier für Nature. Oh, das wackelt auch schon. Aber wir gucken ganz kurz mal nebenbei aufs Shadow Deck. Goi. New students have a higher chance of being Deep Folk. Chains. Active students in this room are intimidated and behave less for a few minutes. Er fragt mich nicht, wie das mit dem Less funktioniert, weil ich denke mal nicht, dass wir Janitor sind. Supply is a janitor who cleans wards vandalized by students and improves the room's efficiency. Okay, warum auch immer das mit Dings zusammenhängt, mit Shadow. Aber hey. Inspiring, courageous, relaxed and slow. Increases the own. Nö, nimm mal sie hier. Oh, was bist du für einer? Schattenmensch, was ist mit dir los? Cool. Ah, we have chosen to tolerate. Get out. Und wir haben mal wieder neue Leute, die dazukommen. Also da würde ich es auch cooler finden, dass man eher so wie eine richtige Schule Leute hat, die dann von Jahr zu Jahr kommen und nicht einfach regelmäßig hier vorbeigucken. Oh, well off. Den müsste man doch eigentlich dann wiederum nehmen. Okay, hier viel Spaß. Average. He is chatty. Yes, da viel Spaß. Allergic to crustaceans, demoralized. No, weg mit dir. Chatty, ambitious. Yes. Ja, das ist natürlich lustig, wenn man vielleicht so ein bisschen die Chance bekommt, Leute zu beobachten, dann versteht man auch, warum Schattenmensch so aussieht. Fragt mich jedoch nicht, wieso. So, wir gucken nebenbei nochmal so ein bisschen nach weiteren Karten. Also ich denke, da ist vielleicht so der einzige Punkt, man will eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, dann doch immer konstant Karten ziehen, immer konstant neue Sachen machen. Und zumindest am Anfang ist es vielleicht noch nicht so einfach möglich und noch nicht so wirklich klar, wie man schnell bekommt. Was? This card has already been played. Das ist natürlich eine gute Hervorhebung. Characters who sleep in this bag no longer become tired for a long time. Okay, ist aber auch wirklich nur eins, gehe ich mal von aus. When a student is at least level 1 in Beast Magic and Herbalism, they get a wolf's teeth. They now move 20% faster. Cool. Wie funktioniert das? So. Das ist einfach eine Sache, die aktiv ist, oder muss ich das jemandem aktiv entgegenreichen? Noch nicht ganz klar. Hier liegt was, aber das ist nichts. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein Spiel ist, obwohl hier Sachen liegen, mit denen man irgendwie interagieren soll. Muss ich ganz. Oh, what is hier los? It's the Darude Sandstorm. Ich dachte, die prügeln sich zwei alle, die Sims, aber das hört ja nicht auf. Wie lange prügelt ihr euch denn da? Und eine Sache sollten wir vielleicht nebenbei auch nochmal ganz kurz gucken. Oh, hier sind übrigens die Dinger verbrettert. Barrikadiert, wie auch immer. Oh. Jesse? What you doing? Du musst dich. Achso, das war tatsächlich. Books teach you nothing. What are you doing? Are you insane? Books are, sind die Republikaner. Aren't you ashamed of yourself? Books are filled with wretched words that distract our flock from the righteous paths of spiritual purity. They are vessels for dark magic and necromancy. Cool, ne? Witches use them to summon demons. Ebenfalls good. From other planes, eat the children of good. God-fearing common folk. Burn them all immediately before things get out of hand. Alright, let's come down and burn everything. No? Not a million years. Okay, also ich sehe schon, die Kollegen werden nervig. Ooh. Elf. Sieht ein bisschen komisch aus für ein Elf, aber hey. Das liegt vermutlich nur daran, dass er so der Schatten da zu sehen ist. 30% fast in higher rooms, fourth floor above, and only chooses among the four best futures. It's a bully. Dann gehst du da rein. Alchemy Apprentice. Pretentious, old fashioned. Hier, viel Spaß. Weg mit dir. Okay. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hin. Holen nochmal hier einen neuen Raum. Village Banner.
Nochmal Möglichkeit, mehr Leute zum Schlafen. Das Shadow. Wir könnten nochmal mehr Shadow Rooms machen. Aber ich würde mal sagen, no. Wir gehen hin und schleudern hier nochmal. Eigentlich will ich das nicht auf die unterste haben. Ha, das ist aber auch nicht unendlich viel Platz. Also selbst für angeblich hier einen Bereich, wo man viel Platz haben soll, hat man nicht unendlich viel. Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich könnte das hier munter lustig weiterspielen. Das Problem ist halt nur so jetzt ein kleines bisschen. Ich kann halt nicht alles. Oh, wir können ja mal hier vorbeigucken. Können wir irgendwas mit denen tun? Greetings, Miscreant. Are you not busy performing evil sorcery or waking the dead? Craftsmen are building a large stained glass window in front of the church. They look like they are frantically assembling a massive and colorful jigsaw puzzle. I only wish to improve myself. Die anderen haben wir so überhaupt nichts. At least 100 Shadow. Originally 50 with the faction. Receive. Draw. Ja, okay. Dadurch, dass wir mit denen verspaßt haben oder von Anfang an meinten, denen halt nicht entgegenzukommen. The Janitor, ey. Lowers the Students' Learn Rate. Einfach nur, weil sie anwesend ist. Okay. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Okay, ihr habt so ein bisschen angefangen, Beast Magic zu lernen. Das ist natürlich dann auch vielleicht so die große Frage. Das ist eine Kampagne, klar, wo man auch wieder fragen muss. Geht es hier in erster Linie wirklich nur darum? Achso, hier, Magic for All. You must allow for at least 110 students to finish the studies, no matter what their future might be. Produce at least 800 natural mana over the course of the entire level. 8000. Wir haben 300. Gleich. To train a student for this future, you must focus on the following types of magic beast. If the requirements are fulfilled, this future will automatically. Achso, das ist das Curriculum, was wir ausgewählt haben. Curriculum, wie auch immer. Greetings, mage. During our last dungeon expedition, we killed a demon lord and found this, oder his cat. He is without an owner and we can't bring ourselves to abandon him. Would you like to adopt it? Okay, wir müssen gegen Geld. Nope. Oder maybe. Triggers anew. We need an answer, actually. It is yes or no. Alright, I take the cat. I can't have this thing roaming my school. Okay. Das ist natürlich merkwürdig, dass es ein Maybe da gab. Also ich bleib dabei, das ist vielleicht ein bisschen nervig, dass es einem einfach so entgegengeworfen wird, denn klar, mehr Leute aufnehmen ist vielleicht nicht falsch, aber vielleicht ist es wirklich der Witz, dass man sagt, okay, man guckt jetzt hier nicht darauf, dass man halt nur 15 Schlafplätze hat, weil die Leute scheinbar immer wieder rein und raus aus den Sachen gehen. Das ist dann natürlich auch das Problem, das ist so ein bisschen dieser anderen Aufbau ähnlichen Spiele, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt mit Jesse zum Beispiel einen Shadow Teacher. Ist ein Shadow Teacher genug? Oder muss ich irgendwann einen zweiten bekommen? Aber ich kann ja keinen bekommen, ohne dafür einen Raum zu haben. Das heißt also, wenn Jesse gerade mal keine Lust hat, hat keiner die Chance, irgendwie daran teilzunehmen. Und wenn ich einen zweiten Lehrer hätte, könnte natürlich das Gleiche passieren. Also das ist ein bisschen merkwürdig, dass das wiederum an einen speziellen oder eine Karte gekoppelt ist und man das nicht einfach so machen kann. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich zugeben, finde ich das sehr cool. Die große Frage ist halt nur so ein bisschen, wenn man dann tatsächlich so zum Ende kommt, sei es von den Studenten, wie das genau aussieht mit der Zukunft, die dann angeblich haben werden, wie das dann aussieht mit dem. Hier, gucken wir nochmal. The Lord of Evil's Power Gorge throughout the course of the game. Until it fills the gorge and becomes necessary to flee and build a new school. Train students and complete quests before this happens to gain buffs for the rest of the campaign. Some events will slow the progress. Okay, also der Witz ist im Endeffekt, man arbeitet sich nicht irgendwo hin, um zu sagen, oh, jetzt können wir gegen den kämpfen, sondern ist der Witz einfach nur, man hat ein Zeitlimit, und man muss diese drei Sterne dann abarbeiten oder so gut es geht die drei Sterne abarbeiten und dann geht es dann irgendwann in der Hinsicht weiter. Das ist eine merkwürdige Entscheidung, muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist nun mal eine. Child of Nature. Hätte ich eigentlich auch nicht verkehrt. Gourmet. No. Beautiful. Yes, viel Spaß. It's a worker. Ja, auch da rein. Also, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende meines Ersteindrucks. Ist das wieder Schattenmensch? Ja. Yep. Warum auch immer du auch so aussiehst. Also hier. Aberration. Ah, learns half as fast, but no longer becomes hungry, has a chance to disappear, or be cured in the infirmary, triggered by the study of natural magic. Interessant. Also, da sind ein paar nette Sachen mit dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ist so ein Spiel, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, das später einfach noch weiterspielen. Oh, die sind gerade ins dritte Jahr übergangen. Interessant war, dass auch hervorgehoben worden ist, dass zum Beispiel gewisse Leute sind für länger hier. Du bist zum Beispiel nur für 3 Jahre hier. No Jack of all trades.
Students are fairly calm these days. I can't take it. Students are absolutely terrible today. Okay, da hat man also, wie es man so aus Rollercoaster Tycoon und Co. kennt, dass die scheinbar so Ideen, Gedanken oder ähnliches haben. Ja, also, das Spiel kostet Standard 20,99 und das günstige, was man bisher bekommen konnte, ist bei 14,69. Nice. Und weiß nicht, ob es das für die meisten Leute wert wäre, aber zumindest, was ich jetzt hier spielen durfte, so ein Spiel, das mir ehrlich gesagt so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, das ich so überhaupt nicht kannte, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob Leute, die vielleicht sich besser mit diesem Genre auskennen, ich habe zwar viele von denen gespielt, aber würde mich jetzt nicht als Profi oder ähnliches bezeichnen. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Sachen, die ich mir jetzt auf den ersten Blick nicht einfallen, das ist natürlich ein normaler Ersteindruck. Aber ich habe Spaß. Ich finde es cool, dass man das Ganze aufbauen kann. Zugeben, würde ich das Ganze richtig spielen, wäre ich natürlich hingegangen, hätte jetzt noch das zweite Haus gegründet und hätte mich eher dahingesetzt, sie eher aufzuteilen. Gerade jetzt, wo man gemerkt hat, oh, man konzentriert sich mehr so auf Nature und Beast Magic. Hätte ich natürlich gesagt, okay, jetzt haben wir definitiv ein Haus, das sich nur darauf spezialisiert und die anderen haben es dann wiederum nicht, etc. Ebenfalls sehr interessant, zum Beispiel hier, dass die hier jetzt allerhand extra Sachen haben. Das erklärt auch, warum hier dieser extra Balken ist. Gut, ich denke, ich muss jetzt hier ernsthaft zum Ende kommen, weil sonst kommen wir hier niemals zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.